So, jetzt mache ich für euch eine Gemüsecremesuppe. Ich habe mich jetzt hier für Hokkaido-Cremesuppe entschieden, weil es ist auch das dementsprechende Wetter draußen. Es regnet ja. Und da tut so eine Cremesuppe ganz gut. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine Hokkaido-Cremesuppe mache. Jeder macht sie ja immer ein bisschen anderes mit anderen Gewürzen. Also so mache ich meine Hokkaido-Cremesuppe. Den Hokkaido, ich habe jetzt hier einen kleinen, weil wir sind ja nur zwei Personen, heiß abwaschen. Und dann erstmal in der Mitte mit einem scharfen Messer, am besten mit einem großen Messer, in der Hebelwirkung halbieren und dann vierteln, so, dann vierteln. Und achteln. Und dann könnt ihr mit dem Messer oder mit einem Löffel die Kerne und das Innere rausnehmen. Und das Ganze durch dann nochmal in kleinere Stücke schneiden. Je kleiner ihr das schneidet, umso schneller wird es gar. Dann habe ich hier Karotten. Die sind jetzt nicht für den Geschmack, sondern die sind jetzt einfach für die Farbe, weil der Hokkaido einfach auch sehr hell ist. Kürbis im Allgemeinen ist sehr hell. Dann habe ich in meiner Suppe eine Zwiebel. In dem Fall habe ich eine halbe Zwiebel. Und was ich gern mag, das ist zum Beispiel ganz, ganz zum Schluss einen Hauch von Knoblauch. Also man sagt ja, in vielen Rezepten steht zum Beispiel, man soll den Knoblauch mitkochen. Da würde ich jetzt euch eher ein bisschen abraten, weil der Knoblauch ist sehr, sehr stark. Und wenn ihr jetzt mal angenommen, ihr macht jetzt Sauce Bolognese und ihr kocht den Knoblauch mit, dann schmeckt alles nach Knoblauch. Also ihr schmeckt keine Gewürze mehr, ihr schmeckt keine Tomaten mehr, ihr schmeckt eigentlich im Endeffekt dann nur noch Knoblauch. Deswegen ist mein Tipp, wenn euer Gericht fertig ist, ganz wenig, zuerst mit ganz, wie immer, wie in jedem Video, wie ich es euch sage, mit ganz wenig Knoblauch anfangen, abschmecken und nachwürzen kann man immer. Und dann, erst dann habt ihr diesen Hauch von Knoblauch. Also Knoblauch, egal was ihr macht, nie mitkochen, sondern immer ganz zum Schluss würzen. Was habe ich noch? Natürlich Salz und Pfeffer. Und natürlich, weil mein Hokkaido ist natürlich aus dem Supermarkt, natürlich wieder Gemüsebrühe. Und was ich noch habe, das ist jetzt zum Beispiel Schlagsahne. Also natürlich ein bisschen Schlagsahne rein, einfach ein bisschen den Geschmack verstärken. So, dann, es ist ja so, es gibt ja viele verschiedene Hokkaido-Rezepte. Also ich habe eine Freundin, die macht da zum Beispiel Zimt rein. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und man kriegt dann viele verschiedene Rezeptvorschläge. Macht doch da Honig rein oder manche machen auch Speck rein. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann macht es doch einfach so. Nehmt euch ein kleines Schälchen, tut euch von eurer fertigen Cremesuppe ein bisschen was rein und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr Honig dazu probieren möchtet, einfach in dieses Probierklecks ein bisschen Honig rein und dann könnt ihr mal probieren, wie es mit Honig schmeckt. Genauso auch, wenn es mit Zimt ist oder mit Speck ist oder mit sonst anderen Gewürzen, die ihr da vorgeschlagen bekommt, immer so ein Probierklecks rein. Das passende Gewürz dazu umrühren und mal probieren. Weil es wäre sehr, sehr schade, wenn man da sich so viel Mühe macht und dann macht man jetzt zum Beispiel Honig rein und es schmeckt einem nicht. Dann wäre es wirklich schade drum. Also einfach so kleine Schüsselchen zu probieren, ausprobieren, wie schmecken euch die Gewürze und dann könnt ihr eure fertige Cremesuppe damit würzen, je nach Geschmack. Also jeder macht es ja irgendwie anders. Was ich mache, ich habe es jetzt bloß vergessen, das jetzt hinzustellen. Und zwar, ich nehme jetzt zum Beispiel für diesen Kürbis in der Größe, also so, nehme ich jetzt 400 Milliliter Flüssigkeit.
zum Kochen. Und weil es ist so, habt ihr schon von Anfang an so viel Flüssigkeit drin, dann bekommt ihr das auch nicht mehr richtig cremig. Da könnt ihr noch so viel Mehl reintun und noch so viel Speisestärke. Das ist dann nicht mehr das richtige Cremige. Also man bekommt es dann schon cremig, wenn man dann mit Mehl oder mit Speisestärke anliegt, aber das ist dann einfach nicht mehr so. Deswegen nehme ich einfach ein bisschen weniger Flüssigkeit, weil Flüssigkeit kann man immer nachgeben. Ne? Nur solltet ihr dran denken, wenn ihr das Ganze dann püriert, dass sich das Ganze verdoppelt. Also wenn ihr jetzt, mal angenommen, ihr habt jetzt einen halben Kürbis und ihr püriert ihn, dann habt ihr so quasi einen ganzen Kürbis. Also bitte dran denken. Gell? Nicht zu viel Flüssigkeit nehmen, aber auch nicht zu wenig Flüssigkeit. Was ich jetzt noch hier habe, ein kleiner Tipp von mir. Und zwar, ich habe jetzt hier so einen Pürierstab, uralt, ich glaube schon 30 Jahre alt irgendwie. Wenn ihr in die, natürlich, wenn die Suppe gekocht hat, nehmt ihr die natürlich vom Herd runter und geht bitte mit dem Pürierstab in die Mitte rein. Und mit dem Pürierstab immer erstmal einmal, zweimal. Und dann nehmt ihr das Ganze ein bisschen schräg. Ihr könnt entweder den Pürierstab schräg nehmen oder den Topf. Also ich würde euch eher den Pürierstab raten, dass ihr den schräg nehmt. Dann auch wieder einmal, zweimal, bis man so ganz kleinere Stückchen hat. Und das macht man dann mehrmals, das ganze Gemüse dann so relativ gut zerkleinert ist. Das sieht man ja schon, muss man Flüssigkeit dazugeben oder nicht. Und erst ganz, ganz zum Schluss Daumen drauf halten zum Durchpürieren. Auch wenn ihr Gewürze dazu tut und es dann mit dem Pürierstab in der Suppe verteilen wollt, immer erstmal einmal drauf drücken, zweimal drauf drücken, weil wenn ihr zu schnell püriert, also wenn ihr schon in die Suppe reingeht, und dann sofort hier drauf drückt und dann es passieren anfängt, dann kann das passieren, dass es euch ins Gesicht spritzt. Was ich jetzt vergessen habe vor dem Pürieren, ist natürlich das Kochen. Es muss natürlich sein. Also man kocht normalerweise Kürbis, also Hokkaido-Kürbis, ungefähr 30 Minuten. Es ist so, also die Schale bleibt ja dran, gibt ja auch die Farbe. Und die Kürbisschale muss dann durch sein. Das könnt ihr dann testen. Also ihr nehmt den Topf runter vom Herd natürlich. Wartet drauf, dass sich das Ganze beruhigt hat. Und dann könnt ihr mit einem scharfen Messer oder mit einem kleineren Messer in die Schale stechen. Und ihr merkt dann, je leichter ihr durch die Schale kommt, umso eher ist er gar. Also wenn ihr schlecht mit dem Messer durch die Schale kommt, dann müsst ihr ihn noch weiter kochen lassen. Ne? Also, und ja, noch mal eine Viertelstunde vielleicht länger. Also ihr könnt es dann ausprobieren. Ihr werdet es dann sehen, wie das ist, die sogenannte Stichprobe. Ne? So, jetzt im Endeffekt wäre ich schon mal mit dem Erklären soweit fertig und jetzt fange ich mit dem Kochvideo an. Dann bis gleich.